Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben Munition gefunden und eine Schroti. Ich weiß sie Ja. einzusetzen. Ich habe genau 11 Schuss. Super, das kannst du ja fast an einer Hand abzählen. Wie viel Pistolenschuss hast du denn noch? 10. Okay, ich Aber ich auch. habe noch 127 Uzi-Schuss. Allerdings, du weißt ja, wie das bei Uzi so ist. Einmal abgedrückt, ist gleich einmal ein Dutzend weg. Ja. Liegt hier noch irgendwas rum? Wir haben alles an Loot, was wir brauchen können, was wir nehmen können. Da blinkt doch, glaube ich, ein Ausgang, oder? Gelb auf der Karte riecht mal so nach einem Ausgang. Ach, lass mich ran. Wir müssen da jetzt wieder durch die Hütte durch, durch die wir das letzte Mal da durchgelaufen sind. Ja, ich schaue nur gerade überall mich um. Wie sieht's denn von deiner Seite? Achso, warte mal, bleib mal kurz stehen. Wollen wir tauschen? Was tauschen? Gib dir noch mehr von deiner Uzi-Muni und du gibst mir ein bisschen Pistolen-Muni. Moment mal, geben. So. Cool. Jetzt habe ich heute, glaube ich, gar keine Pistolen-Muni mehr dran. Also, wenn die Uzi leer ist, was recht schnell geht, dann Finden haben haben wir bis wenigstens dahin die Binder. bestimmt schon wieder Muni gefunden. Ja. Lässt du mich hier wieder rummessern dann? Die hören nicht auf, ne? Die lassen uns nicht in Frieden. Die Musik wird etwas intensiver. Ich würde sagen, na gut, okay. Ich sehe schon, die Pumpgun macht Spaß, ja? Ist auf jeden Fall effizienter gerade ein bisschen, ja. Was denn mit dem? Kann ich. Warum steht denn der auf? Warum kann ich nicht einfach drauf treten? So, nachladen. Ich habe halt nicht mehr so viel Lebensenergie. Also ein Kräutchen wäre. Oh, guck mal, Kisten. Die Was nehme ich sind das mit. so Kisten, oder? Fässer meine ich. Pistolenmoni, da nimmst du ruhig. Warte mal, war das eine nicht hier irgendwie mehr so Dingsmoni? Hier, so Uzi? Maschinengewehr? Grün? Grün sind Schrotflintenmuni, nicht Uzi. Also, du packst jetzt alles in die Schrotflinte rein, gell? Du hast blaue Muni. Na gut, ja, du packst auch blaue Muni in deine Schrotflinte rein, weiß ich doch. Also, ich drück mal V. Das Wasser spiegelt ja. Ich dachte, das geht nur mit Raytracing. War das jetzt wieder so ein, du weißt schon, wie hieß Cliffhanger-Schrei. es? Der Schrei da, der. Wie heißt der? Heinrichs-Schrei? Nee. Nee, das war keiner. Du Wie meinst den heißt. Wilhelmsschrei? Wilhelmsschrei, genau, richtig, der Wilhelmsschrei. Nee, nee. Aber ein Heinrichsschrei ist wahrscheinlich auch ganz gut. Das war ein Heinrichsschrei, sage ich jetzt mal. Oh, Platten. Hallo. Nicht abhauen. Ach komm! Dumme Ratte! Ja. Nee, Platten ist, glaube ich, nicht. Was ist denn hier? Eine nette Klipperei. Was ist das für ein Zeug? Das riecht ja fürchterlich. Ja, so sieht's auch aus. Wobei, es könnte ja auch Öl sein. Oh. Ich meine, wir sind ja Amerikaner, oder? Oh. Der ist gerade hier entlang gelaufen und zusammengefallen. Der sah auch aus wie ein Amerikaner. Er ist vom Alpha-Team. Er ist schon tot. Naja, Wir Quatsch. können ihm nicht mehr helfen. Vor einer Sekunde war er noch nicht tot. Da ist eine Kiste. Was ist das? Gold. Umstoßen? Was kann ich denn hier umstoßen? Nicht die Leiter, wenn es geht.
Ups. Kannst du dich wieder aufstellen? Das heißt so immer Frauen und Kinder zuerst. Ah, komm mal bitte her. Da ist Pistolenmoney hier, bedien dich. Nee, kannst du auch aufsammeln, ich habe wieder ein neues Mal. Siehst du das hier? Da wo ich hinleuchte? Der Typ da? Nee. Nein, da wo ich hinleuchte. Wo leuchtest du hin? Ja, guck mal, wo ich hinleuchte. Das sehe ich nicht. Nee, das sehe ich nicht. Ohne Siehst Schaden. Du das Wasserfass da oben? Da ja, ist ja was Türkises, das leuchtet. Ja. Wenn man das abschießt, wenn wir genug davon finden, die sind überall verteilt, irgendwo versteckt. Bei dem habe ich es noch gewusst, ja, je mehr wir natürlich abschießen, dann krieg ich mal Boni. Aber ich weiß auch lange nicht mehr, wo welche sind. Das, an das kann ich mir nur noch erinnern. Was ist denn eigentlich mit dem Kollegen da oben? Der zittert auch noch so ein bisschen, als hätte der noch irgendwas vor heute. Oh, da hinten ist eine Kiste. Ich helfe dir mal. Ah, mal, der gehört doch so in die Welt rein. Ich befürchte, hier geht's weiter. Ayo. Ich glaube, die hat eine Clipper-Party. Oh, der lebt noch. Könnte aber auch eine Pyjama-Party gewesen sein. Ja, der hängt schon drin. I saw someone, but they ran away. Kurt, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Irving got away. Roger, relay the data from the vehicle at the storage facility. So, ich hoffe, wir können die jetzt looten anhand von Muni und so ein Scheiß. Alles einsammeln. Die Daten müssen um jeden Preis gerettet werden. Ja, genau. Schlachten wir sie. Ausschlachten? Also, ich kann hier. Nee, bei den Engeln. Wie viel Hanfmuni hast du? Hanf, Quatsch. Wie viel Handmuni? Wie viel Handmuni du hast? Also, Handwaffe. Meinst du das Pistole? Ja. 2 plus 20. Also 2 und 20. Ja, okay. Kann ich die teilen? Ja, klar! Danke! ich kann nicht teilen, ich geb den ganzen Sprung oder was? Warte mal. So, jetzt hast du. Wie viel hast du jetzt? Hab ich jetzt. Nee, jetzt hab ich dir 30 gegeben, bitte. Ja, jetzt hab ich noch einen 30 Schuss wieder. Na egal, ich hab ja noch meine. Warte mal. Hä? Hey. Hä? Ups, jetzt hab ich dir, glaube ich. Was? Jetzt hab ich dir, glaube ich, den Rest gegeben. Ja. Also. Okay, das war. Jetzt bin ich wieder mit Minus raus, aber gut. Jetzt hast du mir 30 gegeben. Ist okay, komm, ist egal. Das ist so ein bisschen wie dieses Rätsel, wenn du eine 2, ne, wie war das? Ein 5-Liter Kanister und ein 3-Liter Kanister und ein 4-Liter Kanister hast und irgendwie sollst du dann am Schluss 2 Liter rauskriegen oder so. Ja. Kennst du doch die Rätsel, oder? Ich ja, rätsel ja da immer wieder. Ein bisschen Heilung, das wäre nicht schlecht. So ein Aufzug ist ja immer so ganz ungefährlich, ne? In solchen Spielen. Ja, alles easy. Drücken Sie die 1. Du musst V drücken.
Sonst lass mal. Weiß nichts passiert im Aufzug? Jetzt bin ich enttäuscht. Mein Gott, ich brauche keine Muni, ich brauche Heilung. Vielleicht nimmst du einfach mal einen kräftigen Schluck hier aus dem Zeug hier, was da runter tropft. So als Erfrischung. F untersuchen. Noch eine Leiche. Hier stimmt etwas nicht. Ja, Captain Obvious. Das tut's tatsächlich nicht. Oh, Moment mal. Nee, achso, nee, das. Ich denke immer, wenn da was glitzert, dann ist es was zum Looten, aber dann ist es immer nur dieser komische Schlammerboden. Ey, das ist unfassbar. Es kommt keine Heilung zustande hier. Der sieht doch aus, als wenn er nochmal. Der ist, glaube ich, auch müde. Okay. Ist gut, dann soll er müde bleiben. Hallo? Da ist noch jede Menge Fässer. Was haben wir da? Ach komm schon, wie ich immer instinktiv immer noch. Nimm mal Pistolen. Oh, Heilung! Heilung? Ich bin mal so frei. Und deine Schnelltaste. Warum? Ist es denn jetzt 5? Oh, da ist ein Schlüssel. Ofenschlüssel. Gold, Gold. Da ist ein Hebel zum Einschalten. Soll ich mal einschalten? Soll ich mal hebeln? Warte mal kurz. Weiß ich, warum ich das. Ah, okay, jetzt macht's Sinn. Ach, Tatsache. Ey, du musst aufpassen im E-Menü, wo deine Sachen liegen. Das ist nämlich dann auch gleichzeitig 1, 2, 3, 4, 5 von links nach rechts gesehen. Ja, ich habe jetzt mal gerade mal Spaß, aber mal so durchgedrückt, ja. Ich denke mir nicht jedes Mal, was ist denn hier los? Warum ist denn alles auf einem anderen Knopf jedes Mal? Darf ich jetzt hebeln? Ja, hebel mal. Nur fürs Protokoll. Du bist schuld. Alaham. Oh, warum geht ihr hier? Oh. Fackelmann und Söhne. Okay. Wir bleiben das ganze Spiel hier über nur hier. Locken die alle da rein und hebeln dann. Nein? Das wäre ein Versuch wert. Definitiv. Müssen wir jetzt wieder zurück? Ja, schaut so aus, oder? Dann wären wir den Schlüssel. Ja. Welche Öfen brauchen denn Schlüssel eigentlich? Nicht schießen, so wie es ausschaut, ja? Doch schießen? Ja, weiß ich noch nicht so genau. Dann lassen wir Sprengfässer, oder? Okay. Oh fuck, jetzt sind wir. Eingesperrt. Na lustig. Okay, er folgt dir. Oh, er hat mich schon am Boden. Ich glaube, das erste Fass ging aufs Haus. Ich führe den mal hier in den Ofen rein hier, ja. Ich gehe auf der nächsten Seite auch gleich raus dann. Ja. So, Hebel mal. Das dauert viel zu lange. Oh, jetzt doch.
Guck mal, da kommt er aus dem Fenster. Na, jetzt wird's aber wohlig warm hier. Na, brennst du schön? Ich glaube, da hat seine Sonnencreme-Lichtschutzfaktor 1000 vergessen. Oh, das war's. Das war die Lösung. Hast du den guten Loot dabei? Nix! Nix! Den ganzen Ärger für nichts! Weißt du, da hab ich wieder den hübschen Arsch hinhalten müssen, ja, und er rennt gleich wieder rein und will den Loot abkrapschen hier. Ich hab dich gerettet, indem ich den Hebel gezogen habe. Weil ich dir gesagt habe, was du tun sollst. Ah, so. Na dann, tu mal den Schlüssel rein. Hab ich verloren. So, und jetzt so? Öffnen. Schau mal, durch meine Anweisung Weisheit hab ich dich jetzt befreit. Ja, genau. Hammer, oder? Ich stehe zu Hause auch immer vor der Tür. Und dann, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, rufe ich dich an. Oh, wir haben jede Menge Muni. Wie viel Muni hast du gerade, pistolentechnisch? Moment mal. 35. Ja, dann sammeln wir ein, ich habe 46. Na komm, dann nehme ich zwei und du nimmst eine. Komm, hier. My Lady, ich habe Ihnen den Aufzug geholt. Nach oben diesmal. Ja, der Boss war jetzt einfach. Das war ein Boss? Das war ein Boss. Sagen wir es mal so, alleine ist er nicht so einfach. BOW that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait, we're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Na, Kalüge Wunsche. Beenden Sie Kapitel 1. Aha, okay. Ja, cool. Ja, Ergebnisdaten werden gesendet. Okay, ja. So, jetzt müssen wir trotzdem mal schauen, ob du die Waffe echt nicht aufrüsten kannst. Ich würde mal was probieren. Warte mal, verwalten. Mal also hier unten sehe ich zum Beispiel beim Kaufen, sehe ich unten einen Preis. Ne, nicht kaufen. Ja, nee, ich sag's hier nur. Bei Kaufen sehe ich einen Preis. Ja, das ist schön. So, wenn ich jetzt bei Verbessern gehe. Nee. Ach doch, jetzt sehe ich was. Jetzt sehe ich was. Ach, jetzt ist auf einmal da? Jetzt ist auf einmal da. Ah, da ja. War vorhin aber auch definitiv nichts gestanden. Ich schwör. Ja, klar. Glaube ich dir. Ich weiß, ich bin Arsch. Was ich gerne mache, ist, nur so vielleicht als Tipp, wir haben ja diese Gemeinschaftskiste.
Haben wir? Oh. Nee, warte mal. Kannst du noch mal die Muni geben? Das wollte ich jetzt nicht. Wie krieg ich das Elfenbeinrelief und die antike Uhr? Wieso haben wir denn so Schätze? Die habe ich eingesammelt. Die können wir verkaufen für Kohle. Ah. Kannst du mal das 50er Pack Muni hergeben? Ja. Nochmal. So. Genau. Ich leg das mal in, na Quatsch, diese Steuerung ist manchmal echt, Was ist, wenn ich die jetzt wieder raushol? Jetzt habe ich wieder 50 Schuss, das ist doch kacke. Ich will einfach nur Muni. Achso, nee, warte mal. Jetzt machen wir das Spiel. So, 21 Schuss. Die 50 Schuss, die lege ich mal in die Kiste. A, nimmt sie weniger Inventarplatz weg. B, würden wir jetzt auf dem Weg eh wieder Muni finden. Und dann haben wir nochmal Muni auf Reserve, wenn wir doch was brauchen. Okay. Also ich würde auch raten, dein Inventar so weit zu leeren, wie es geht, weil wir werden jetzt wieder Sachen einsammeln. Und irgendwann geht's halt nicht mehr, wenn du voll bist. Oder wenn ich voll bin. Aber was soll ich denn weglegen? Die Granate? Das Kraut? Keine Ahnung. Ups, das wollte ich dir jetzt eigentlich nicht geben. Entschuldigung, kannst du mal wieder rüberrutschen? Ach da. Ich würde es jetzt eigentlich fast mal so lassen, wie es ist. Vielleicht die Granate? Also ich habe jetzt bei mir auch die Muni raus von der Schrodi. Ich spekuliere drauf, dass wir finden werden. Ich lasse mal meine Muni drin. Ich meine, ganz ehrlich, warum soll ich die in eine Kiste verstauen? Die werde ich doch eh wieder brauchen. Ja, wir werden aber finden. Und wenn unser Inventar voll ist, dann können wir nichts mehr sammeln. Ja, ich habe ja noch 4 Plätze frei. Ja, okay. Das ist egal. Willst du noch Waffen verbessern? Nö, ich habe gesehen, es gibt eine Schutzwespe für... Schusswespe. Also ganz langsam. Eine Schusswespe, genau. Eine Schussweste. Für 10.000. Weste für 10.000. Oh Gott. Ich habe nichts getrunken, ehrlich. Für 10.000. Ich spare jetzt erstmal. Das klingt nach einer lohnenden Investition. Ich meine, das kann mir nie ausgehen. Glaube ich. Das stimmt. Na gut. Dann musst du wieder auch fertig klingen. Ja. Hätten wir jetzt nicht eigentlich diese komischen Schätze noch verchecken können? Hätten wir auch machen können, ja. Ich meine, hätten wir die Schutzwespe vielleicht auch schon kaufen können. Aber die wäre dann nur für mich gewesen, oder? Ui, da ist Heckler und Koch MP5. H&K steht dabei, ich nehme an, das ist Heckler und Koch. Ich habe da mal was gelootet. Kann ich die... Nimmt die gleiche Munition? Wahrscheinlich nicht. Schau mal, da ist wieder so ein Teil an der Wand. Siehst du es? Ja. Warte mal ganz kurz, halt. Böng. Muss jetzt unbedingt mal einen Schuss von der neuen Waffe abgeben. Doch, die nimmt die gleiche Munition. Ja, das ist doch gut. Das ist ausgezeichnet. So kann ich nämlich beim nächsten Mal die Uzi nämlich ins Fach legen. Dann habe ich nämlich einen Platz mehr. Bevor wir die nächste Folge anfangen, ich muss unbedingt E und F vertauschen, glaube ich. Ja, ist furchtbar, ne? Muss ich hier, glaube ich, auch machen. Was? Jedes Mal. Während des Objekts, um die Objekte ihres Partners zu bestätigen. Okay. 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 Ja. Ein Tutorial oder so. Und die Waffe war jetzt wieder nur für mich, ja? Also das heißt, du kannst sie jetzt nicht mehr looten, weil war nur eine. Richtig, theoretisch kannst du mir geben, aber ist ja auch Blödsinn. Aber das ist das, was ich meine. Es gibt ja ganz verschiedene viele Waffen. Das heißt, je mehr Waffen man drin hat im Inventar, desto mehr verteilt sich der Loot auf der Map, kann man so quasi sagen. Und ich bin halt aber eher... Ich würde jetzt aber sagen, das ist ja jetzt relativ egal, weil ich habe jetzt ja im Endeffekt ja nur eine Waffe, die identische Munition verwendet. Ja, ja. Wie Uzi. Das heißt, ich sage ja später, es gibt ja noch Scharfschützen, ja. Es gibt ja noch das, es gibt ja noch das Zeugs. Ja, noch alles Mögliche. Na dann. Wollen wir mal eintreten? Drehen wir ein. Warum hast du eigentlich immer noch oder schon wieder so wenig Hitpoints? Weil sich die nicht regenerieren. Was soll ich denn machen? Mit denen laufe ich jetzt die ganze Zeit schon rum. Ja. Lauf um die Ecke. Ich guck mir die Gegend an. Aha.
Wieso triggerst du Leute? Oder mal, können wir die da reinsetzen? Keine Ahnung, aber ich lass die jetzt mal da so kommen. Da oben steht einer! Hallo. Okay, ich teste so, mal, ob wer ich von die uns entschärfen hat länger Counter-Strike gespielt und kann die jetzt entschärfen? Nee, ich glaube, die muss man auch schießen. Oder muss man auf der Seite? Ich weiß es nicht. Ich kann hier nichts machen, weil mir wird nichts angezeigt. Dann schießen wir sie auf. Bumm. Oh. Was hat die denn? Eine Armbrust? Die will ich haben. Denk dran, wenn die nicht blubbern, stehen sie wieder auf. Das heißt, ab und zu auch einfach mal drauf treten, wenn die liegen. Ja. Ah ja, hallo, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war ganz dummer Moment, um nachzuladen. Oder auch nicht. Ich dachte, da war noch was. Da wächst ein grünes Pflänzelein. Das packe ich mal ins Inventar mit rein. Oh. Das sind Fässer. Ja, ich weiß. Ich bin gerade irgendwie bescheuert. Ey, ich finde keine Pflanzen, ne? Das ist zum hier, Kotzen. Also ich könnte einen Pistolen-Muni-Bazar aufmachen, aber irgendwie. Oh. Warte, ich habe genug Schuss. Sagt er, obwohl er die Hälfte in der Kiste hat liegen lassen. Was ist denn das? Erste Hilfe-Spray, das macht einen komplett wieder heile. Na dann mach dich dann mal wieder heile. Nee, noch nicht. Drei Schläge krieg ich noch hin. Du bist schon auf 9 Uhr, was die Gesundheit angeht. Oh, ein Hundi? Zwei Hundis. Der Hundi hat sich geteilt. Okay. Oh! Wie? Oh. Ich komme um die Ecke. Der Hundi ist mir zu widerlich. Sag mal. Was ist das für ein aggressiver Hund? Warum hält das so viel aus? Oh Gott, da oben ist schon wieder was mit Armbrust. Okay, jetzt ist meine Munition gleich alle von der guten Waffe. Oh, fast in die Falle reingerannt. Warte mal. Geht's bei dir weiter oder geht's dann bei mir weiter? Nein, da geht's nicht weiter. Da war nur noch mal ein kleines Fass. Ohne Boden. Oh, oh, das war daneben. Hab ich dich jetzt geheilt? Mitgeheilt. Ich war daneben gestanden wahrscheinlich. Ja, aber ich stand V für Partner heilen und dann habe ich aber selber irgendwie ungefähr das meiste der Heilung bekommen. Ja, ist doch gut. Warte, ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz die... Ich heile mich auch mal. Ne? Die Schussi-Waffi wechseln. Irgendwie habe ich in der Uzi nämlich noch mehr Munition drin als in der anderen. Hättest auch mal stehen bleiben können. Hätte ich. Was liegt da? Maschinengewehr. Sehr gut, das ist mir. Moment, dann kann ich aber eigentlich wieder die andere Waffe ausrüsten. Warte. Ja. Oh! Na, was liegt denn da am Boden? Ich glaube, der hat sich gerade selbst abgeworfen. Oh Gott. Oh! King Kongo! Was dreht der denn? Oh Gott, ups. Muni leer. What? Jetzt denn? Oh oh! Weg, 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 weg! Ach, der Hund brennt auch? Sehr gut. Ja. Oh Gott, steh ich scheiße? Feuerwerk! Oh ja, wir haben Armreif gekriegt. Das können wir. Oh. Ich muss mal kurz auf die Schusswaffe für Arme umrüsten.
Da steht noch einer am Auto. Oh, da ist ein Hundi. Der Hundi ist ja dämlich. Der ist so selten dämlich, du. Gott sei Dank. Boah, hinter mir war einer. Wo kommt der her? Ja, ja. Da steht noch einer oben auf der Barrikade auch noch. Okay. Ich würde mal die Pistolenmuni mitnehmen, ja, weil ja, ich habe sonst ziemlich wenig gehabt. Ich habe ein Geschenk für dich. Bleib mal stehen. Ei, ist das schön. Da kann ich ja wieder 2 Minuten den Dauerfeuerknopf benutzen. Apropos Dauerfeuer, ich weiß, schlechte Überleitung, aber wir sollten vielleicht mal aufhören, Dauerfeuer zu machen, Gott, das war deine Überleitung? Oh, da liegt noch was. Da liegt noch mal Gewehrmuni für dich. Gewehrmuni, okay. Gewehrmaschinengewehr, alles klar. Dann habe ich die Munition jetzt eingenommen. Und, ja. Ne? Ja, dann. Das ist meine Folge. Achso, ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Juhu! Tschüss!